Heute wird in St. Oswald bei Haslach das Bezirksfinale bei den U12-Mannschaften ausgetragen. Es spielen die beiden Meister Union St. Oswald bei Haslach und Union Einkaufsstadt Trörbach Berg gegeneinander. Trörbach-Berg ist die Mannschaft in den roten Leibchen und weißen Hosen. St. Oswald bei Haslach ist die Mannschaft in den weißen Dressen. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Grübel aus Julbach. Spiel hat soeben begonnen. Betreut wird die U12-Mannschaft Union Einkaufsstadt Trörbach-Berg von Gerd Engleder, der auch die U14-Mannschaft betreut. Freistoß für die Union Einkaufsstadt Trörbach-Berg. Mit der Nummer 7 schießt Roland Mitterlehner. St. Oswald geht mit 1:0 in Führung.
Und im Gegenzug praktisch der Ausgleich zum 1:1 durch Roland Mitterlehner. Yeah.
Sehr gut. Die Union Einkaufsstadt Traubach-Berg geht mit 2:1 in Führung. Torschütze mit der Nummer 7, Roland Mitterlehner. Nach guter Vorarbeit von Stefan Kneidinger. Upset.
Weiter mit dem
Freistoß für die Union Einkaufsstadt Traubach-Berg. Freistoß führt Roland Mitterlehner aus. Sehr gut. Und Roland Mitterlehner erhöht auf 3:1 für die Union Einkaufsstadt Traubach-Berg. Halbzeitstand 3:1 für die Union Einkaufsstadt Traubach-Berg im Bezirksfinale der U12-Mannschaften gegen Union St. Oswald bei Haslach. In die zweite Halbzeit im U12-Bezirksfinale. Traubach führt mit 3:1 nach der ersten Hälfte. Ja, super, 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 super,
40. Spielminute, die Union St. Oswald verkürzt auf 2:3. Torschütze wiederum Stefan Eidenberger. Thank you.
Und was ist? Das ist nicht passiert. Super! 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 Super!
Kennst du ja ein paar Sprüche, oder? Die 56. Spielminute, die Union St. Oswald gleich zum 3:3 aus. Torschütze wiederum Stefan Eidenberger. Yeah!
Das Spiel befindet sich bereits in der Nachspielzeit. Wir sind bereits in der 61. Spielminute. Es steht 3:3. Simon Steil bringt die Union-Einkaufsstadt Traubach-Berg wieder in Führung. Es steht 4:3. Endstand 4:3 für die Knabenmannschaft der Union Einkaufsstadt Traubach-Berg im Bezirksfinale gegen Union St. Oswald bei Haslach. Die Knaben der Union Einkaufsstadt Traubach-Berg sind damit Bezirksmeister in der Saison 1993-94. Grimmig, oder? Grüßen. Mein besonderer Gruß und Dank gilt der Union St. Oswald. Ich möchte ihr nachträglich zum 30-jährigen Jubiläum sehr herzlich gratulieren. Und aus diesem Anlass ist auch das Finale, das Bezirksfinale um die U12-Meisterschaft hier in Oswald ausgetragen worden. Es sind ja beide Mannschaften bereits Meister geworden in ihren Klassen. Sie werden dann geehrt durch den Landessportreferent Landesrat Büringer im Ursulinenhof im Herbst dann. Aber den Bezirksmeister haben wir heute ausgetragen und ich glaube, es war für alle Zuschauer ein wirklich interessantes, spannendes, bis zum Schluss dramatisches Spiel. Und ich glaube, wenn man solche Spiele sieht, braucht man so einen Nachwuchs überhaupt nicht bange zu sein. Ich möchte jetzt den Verlierern, die aber trotzdem auch Meister sind,
ganz herzlich gratulieren zum Vizemeister und Ihnen die Silbermedaille als Bezirksmeister zweiter Rang gerne überreichen. Stefan, ja, ja, ich glaube schon. Stefan, wie gut. Ja, 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 super. Schau her. So. So, und erster und Bezirksmeister wurde die U12-Mannschaft Union Rohrbach-Berg. Herzliche Gratulation. Bravo! Bravo! Super, Burschen! Ja, die Knabenmannschaft ist jetzt in der Furtmühle noch eingekehrt. Zwei Paul Wirschl und Pommes frites oder nur Pommes frites. Und das ist der Bezirksmeister bei den U12-Mannschaften. Der Wolfgang Roth, der Andreas Donauer, der Tormann. Den habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Und wer noch? Das sind U14-Spieler. Nur U14-Spieler, die haben am Samstag wieder einen großen Auftritt beim Landesmeisterschaftsfinalbewerb. Ja, Halbfinale kann man sagen. So, den kennen wir auch. Stefan Kneidinger. Dann der Christian Eckerstorfer. Der Stefan Pilsel. Der Simon Steil. Ich glaube, der dreifache Torschütze, oder? Stimmt's? Der Roland Mitterlehner, der Dominik Schürz,
Dann der Libero oder Ausputze, der Alexander Hofer. Vorsicht, Kamera! Und der Gerald Großhaupt. Und da haben wir noch einen Coach, der Gerhard Dengleder, dem wir natürlich gratulieren zum Bezirksmeistertitel. Auf der Rückseite steht, was steht da drauf? Ich kann es ja nicht lesen. U12? U12 M9394. Meister 9394. AKH, was war das? Also das ist die Medaille AKH. Für den Bezirksmeistertitel. Für die Knabenmannschaft der Union Einkaufsstadt Trubach-Berg in der Saison 1993-94. Für die Mülltonne. Unter 12 Müll. Gibt es noch was zu trinken? Wer noch was zu trinken will, soll jetzt ja sagen. Aufzahlen. 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 Das ist gut. 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 Das ist gut.